Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Folge für euch. Und wir haben viele Themen, aber wir müssen der Ehrlichkeit halber sagen, Lufthansa bestimmt heute wieder unseren Themenkatalog. Und es geht einmal um den Streik in der Kabine, die Lufthansa lahmlegt. Dann will Lufthansa auf dem, ja, soll ich sagen, kurzen Dienstweg oder wie Lufthansa es ausdrückt, kurzfristige Lösungen suchen beim Streikthema mit der Verdi und mit der UFO. Austrian Airlines, eine andere Fluggesellschaft aus der Lufthansa Group, hat auch Stress. Die müssen am Donnerstag 110 Flüge streichen. Dann geht es weiter mit dem Thema Boeing. Boeing 737 MAX haben 89 Audits von der FAA gehabt und 33 komplett verkackt. Highlight war, dass man anstatt Schmiermittel Seife nimmt. Also da wisst ihr schon, wie schlimm es bei denen ist. Und als letztes Thema ist ein Thema, wo wir als Deutsche durchaus vorsichtig sein sollten bei der Wortwahl. Carsten Spohr redet etwas vom Klammergriff befreien der Ryanair und zwar im Rahmen der ITA. Ich werde euch meine Gedanken dazu sagen. Ihr könnt eure Gedanken natürlich wie immer unten drunter unter den Beitrag setzen, kommentieren, abonnieren, Kanalmitgliedschaft, um den Kanal zu unterstützen oder so wie das andere machen, einfach fragen, wie ist der PayPal-Link und schicken mir was auf PayPal. Danke dafür. Hat mich positiv überrascht. Ja, dann lasst uns wirklich mit dem ersten Thema anfangen. Und das ist der Lufthansa-Kabinenstreik. Der ist ja von der Kabine quasi letzte Woche legitimiert worden, weil man die Urabstimmung hatte. Und bei der Urabstimmung ist es so gewesen, dass man halt mit über 90%, fast 100%, sowohl bei der Cityline etwas mehr als bei der Lufthansa Mainline, sich für einen Streik ausgesprochen hat. Der Streik fängt heute an und seit 4 Uhr morgen ist halt die Gewerkschaft in Frankfurt im Streik. Bis 23 Uhr sollen alle Lufthansa-Abflüge bestreikt werden. Die Lufthansa ist davon ausgegangen, dass man 70.000 Passagiere damit dann belästigt. 600 Flüge fallen aus. Und dann ist es so, dass man am Mittwoch, also quasi den 13.3., was ja morgen ist, auch einen Streik hat, damit man da noch mal ein bisschen Pain hat, auch von 4 bis 23 Uhr. Und Lufthansa sagt, dass man dort 50.000 Fluggäste betroffen hat und 400 Flüge, die damit betroffen sind. 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa sind vom Streikaufruf angefeuert worden, nicht zur Arbeit zu gehen. Ich weiß nicht, wie es ist, wie viele das wirklich nicht gemacht haben, ob wirklich alle Flüge dann gecancelt sind, wahrscheinlich auch nicht. Aber ihr wisst ja an dieser Stelle, was gefordert wird. 15% mehr soll es geben und 3.000 Euro sowie höhere Zulagen und diese 3.000 Euro Einmalzahlung. Wenn wir uns das Ganze nochmal genauer angucken und aufdröseln, ist es so, dass die Lufthansa da natürlich pro Tag Millionen verliert. Und warum machen die das? Ich sage jetzt mal so, wenn man den Michael Niggemann hört, dann sagt man bei Lufthansa, wir wollen eine kurzfristige Lösung haben. Aber was heißt jetzt bei Lufthansa kurzfristige Lösung bei UFO und Verdi? Es ist einfach so, dass der erneute Streik natürlich die Lufthansa vor Aufgaben stellt, uns Passagiere natürlich wieder unangenehm trifft. Und damit ist es so, dass man halt dort Lösungen machen sollte und suchen sollte. Niggemann sagt Folgendes, ich zitiere, wir haben sowohl bei Verdi als auch bei UFO gute weitreichende Angebote gemacht, bei beide mit Gehaltssteigerung um rund 10%. Ich denke, das ist die Basis, um kurzfristige Lösungen zu finden. Wir sind verhandlungsbereit. Und das ist halt wirklich so, dass natürlich das Bodenpersonal auch von Verdi Warnstreik gegangen ist. Und ich denke mal, dass man ja da Alternativen bietet. Ich glaube, im Moment ist es jetzt so, dass die Bahn nicht streikt. Aber ihr könnt das gerne auch unten kommentieren. Da habe ich den Überblick mittlerweile auch verloren. Mittlerweile haben wir ja so viele Streiks in Deutschland, dass man ja gar nicht mehr weiß, wer, wann, wie, wo, wer, gegen wen vor allem da unterwegs ist. Und es gibt auch neue Termine für Verhandlungen für den Boden. Die sollen morgen und übermorgen, also Mittwoch, Donnerstag, 13. 14. März fortgeführt werden. Und die Gewerkschaft dort verlangt bei einer Laufzeit von 12 Monaten 12,5%. Vergleichsweise unstrittig ist nach 4, 5 Verhandlungsrunden der Inflationsausgleich, also diese berühmt-berüchtigten 3.000
Euro Einmalzahlung. Lufthansa-Personalvorstand Niggemann hat da auch nochmal dann wirklich einen Appell an die Gewerkschaft gerichtet, hat gesagt, das Ergebnis des letzten Jahres zeigt auch, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, wenn wir fliegen, dann können wir diese Rekordgewinne auch erwirtschaften. Streiken sei der falsche Weg. Streiken verbrennt Geld. Ja, nur wieder Eingangsfrage von mir. Ich glaube schon, dass man, wenn man so viel Gewinne macht, das auch gerne mit seinen Leuten, die diese Gewinne eigentlich einfliegen, nämlich das sind die Leute, die wir im Kontakt haben, am Boden, im Flugzeug. Das sind die Leute, die uns davon überzeugen, bei Lufthansa zu fliegen oder eben nicht überzeugen, bei Lufthansa zu fliegen. Und da muss man dann ehrlich sein und sagen, ja, Shareholder Value ist okay, aber Personal ist auch wichtig. Und jetzt lass uns doch mal einfach mal grundsätzlich gucken. Die Sitzhersteller, die es gibt und die Flugzeughersteller, die sind an der Hand abzählbar. Und ob man jetzt ein Flugzeug hat von Turkish Airlines, von Finnair, von Lufthansa, von American Airlines oder sowas, das ist bis auf die Farbe teilweise ja egal, weil die Sitze ja relativ ähnlich sind von den Features. Okay, Allegris ist natürlich top and above. Aber das sind doch die Menschen, die den Unterschied machen. Und es ist doch das, was dieser Human Touch, wie das so schön heißt, ist. Und abgesehen davon denke ich auch, dass Leute, die arbeiten, von der Arbeit leben können sollten. Also insofern nicht unbedingt nur Shareholder Value, sondern auch ans eigene Personal denken, die uns betreuen und die uns dann wirklich so weit verarzten und betreuen, dass wir gerne mit der Lufthansa fliegen und damit für alle eine Win-Win-Situation. Und ich erlebe es immer wieder, dass Leute jetzt mittlerweile bei Lufthansa auch leider nicht buchen, weil sie sagen, mir zu kritisch, problematisch. Also ihr könnt ja da mal drüber nachdenken und ich bin mal gespannt, ob es jetzt für den Vorstand ein kleiner Schritt ist in Form von Herrn Niggemann, ob er überhaupt dafür autorisiert ist, das zu tun. Das weiß ich gar nicht vom Vorstand. Aber ich hoffe, dass das Thema relativ schnell als Kuh vom Eis ist. Und da bin ich mal gespannt, was ihr auch dazu sagt, zu dem Streikthema und zu meinen warmen Worten dazu. Austrian Airlines fängt ja auch an zu stoßen, hätte ich fast gesagt. Heißt das Stoßen, Tröten, Blasen, Hornblasen? Bläst ins selbe Horn mit Streik. Und da heißt ja nicht die Gewerkschaft UFO, sondern bei denen ist es ja die Gewerkschaft, wie heißt sie denn eigentlich nochmal bei den Österreichern? Ihr könnt es ja unten reinschreiben, wenn ihr wisst, wie die Kollegen da heißen. Und da ist es so, da will man auch im Streik gehen, 110 Flüge am Donnerstag fallen aus. Das sind also quasi ein Drittel der Flüge, die die Austrian Airlines Lufthansa-Tochter quasi geplant hat. Routen von und nach Deutschland sind betroffen, 9000 Passagiere sind von den gestrichenen Flügen betroffen und damit haben wir dann halt auch das Problem. Wenn vergangene Woche war es bereits natürlich durch die Betriebsversammlung, die dann nicht wieder war und so weiter, schon so ein bisschen zur Unruhe gekommen. Aber jetzt ist es wohl so, dass man Raum gefunden hat, beziehungsweise direkt sagt, man hat einen Streik. Und Hintergrund sind halt wirklich die stockenden Tarifverhandlungen. Das Management bietet beim Bordpersonal 4,5% als Plus an. Klingt jetzt erstmal nicht so viel. Bereitschaft, Einmalzahlung signalisiert. Das ist das, was das Management anbietet. Aber die Gewerkschaft möchte 30% mehr Gehalt. Also das ist schon eine krasse Geschichte. Und damit etwas unterschiedlich von den Auswirkungen. Aber auch hier könnt ihr das Ganze sagen, ob das Sinn macht oder nicht. Ich kenne die österreichischen Verhältnisse ehrlicherweise nicht. Wenn jemand da Einblick hat, schickt mir doch gerne Kommentare, so wie viele das auch tun, an die Rufnummer. Jetzt weiß ich auch, wo es ist, nämlich vor der Lampe. Und da könnt ihr mir solche Informationen geben. Oder falls ich etwas sage, was falsch ist, oder wenn ihr etwas nicht verstanden habt, könnt ihr euch immer gerne an mich wenden und quasi zu allen Themen rund um Meilenpunkten, Status, aber auch wenn es um Aviation grundsätzlich geht. Wenn es um Aviation grundsätzlich geht, müssen wir auch von Boeing reden und über Boeing reden. Und Boeing hat natürlich einen besonderen Fokus im Bereich der FAA. Die FAA. Ich will nicht sagen, sie sind zickig mit denen, aber sie sind halt nicht mehr so happy mit denen und sagen dann ganz einfach, hier Freunde der gepflegten Gastlichkeit, da müsst ihr nochmal ran, da müsst ihr nochmal Butter bei die Fische tun und da müsst ihr nochmal Gas geben. Und wenn man sich das Ganze wirklich anschaut, dann ist das durchaus interessant in der Form, dass man sagt, dass die Audits, wenn man da 30% verkackt,
mehr als 30%, weil 89 sind es ja gewesen und 33 hat man verkackt, dann hat man ein Problem. Und die 737 MAX 9 hat ja jetzt schon Probleme vor Gericht gebracht, beziehungsweise DOJ, die da wirklich jetzt genau gucken. Und nach Informationen der New York Times ist es halt so, dass die Luftfahrtaufsicht FAA da komplett böse und vernichtend über Boeing spricht. Und die Produktionsprozesse der 737 MAX genügen nicht den Standards, und zwar in richtig großen Teilen nicht den Standards. Also das heißt, das sind jetzt nicht irgendwelche Kleinigkeiten, wobei in der Aviation ja Kleinigkeiten schon Probleme verursachen können, die groß sind, sondern da gibt es richtige Themen. Und so ist das dann auch, dass mit der Hersteller halt wirklich 33 von 89 Audits gerissen hat. Und es geht da zum Beispiel um Prozesskenntnisse der Mitarbeiter. Also sie wissen gar nicht im Prinzip, was da passiert. Und auch ist es so, dass man Sonderprüfungen natürlich gemacht hat, nachdem der Türstopfen oder Türblende, also ich finde Türstopfen eigentlich ein geileres Wort, Door Plug, da weggeflogen ist. Und es ist nach Erkenntnissen der FAA wirklich ein Fehler in der Endmontage bei dem gewesen. Und daran sieht man halt wirklich, dass das wirklich Riesenprobleme hat. Interessant ist auch, wie lange der Türstopfen auch da drin geblieben ist, weil das Flugzeug ist ja dann noch Monate geflogen. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass der Fragmente immer weiter gerutscht sei, bis es nach dem 154. Flug herausbrach. Und es gibt auch fehlende Protokolle. Das heißt also, es ist keine Dokumentation da, die Systeme, die da waren. Aber am geilsten fand ich halt die Aussage, dass dort Seife benutzt wird. Wo habe ich das gelesen? Bei den Freunden bei Aerotelegraph. Die haben da zu dem Thema gesagt, dass die Mechaniker Seife als Schmiermittel bei der 737 MAX benutzt haben. Und da gab es dann auch Probleme bei der Lagerung der Teile, bei der Handhabung der Teile und bei der Steuerung der Herstellungsprozesse. Das ist wirklich mehr als ein Drittel der Prozesse. Und dann hat Aerotelegraph auch noch eine Geschichte gesagt. Ein Beispiel: Ein Prüfer der FAA beobachtete Mechaniker bei Spirit, als sie eine Hotelschlüsselkarte nutzten, um festzustellen, ob eine Tür gut versiegelt ist. Und dieser Vorfall ist intern nicht gemeldet worden. Also das heißt, wenn ich so eine Hotelschlüsselkarte habe, also ich gehe mal davon aus, dass man so etwas hier meint. Ihr seht, ich bin immer noch im Hilton. Und zu gucken, ob so eine fucking Door dicht ist. Also ich meine, da musst du dir doch an den Kopf fassen. Auch wenn man weiter guckt, dass natürlich diese ganzen Prozesse nicht eingehalten werden. Und ich kann es wirklich nochmal sagen, dass Spirit Aerosystems flüssige Seife als Schmiermittel im Montageprozess genutzt hat. Danach hat man die Türversiegelung mit einem Lappen gereinigt. Von Unternehmen heißt es gegenüber der New York Times, man untersuche alle Nichteinhaltungen, Vorschriften und werde, wenn nötig, Abhilfemaßnahmen ergreifen. Ja, Freunde, seid ihr nicht ganz dicht oder was? Also, ich meine, mit Seife. Also, also mir fehlen da die Worte und da ist auch wirklich relativ schnell bei mir das Verständnis am Ende. Ihr könnt ja unten kommentieren, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Und wir können das auch so als semi-offizielle Frage des Tages nehmen. Schmierseife oder Spucke, egal, Hauptsache es passt oder wie. Also, und Hotelschlüssel nicht vergessen. Also, wer ein Everyday Carry hat, so wie ich, der müsste da dann Schmierseife immer mitnehmen. Ja. Ich glaube, ich höre auf, jetzt über Boeing zu reden, weil es wird nicht besser. Jetzt um 13:48 gehen wir direkt in die Vollen mit Lufthansa und da gibt es auch ein Highlight von Carsten S. aus M, Name der Redaktion bekannt und nicht geändert. Und Carsten S. Punkt. Eigentlich nicht so bekannt als Michael O'Leary und als einer, der frotzelt, zumindest nicht öffentlich, privat ist er anders. Der ist lustig gewesen. Und er sprach im Zusammenhang mit der Übernahme von ITA in Italien, man müsse Italien aus dem Klammergriff befreien. Und zwar geht er da wahrscheinlich natürlich aus von der Ryanair. Und er sagte, der Deal werde vorteilhaft für italienische Verbraucher sein, die unter der Dominanz einer bekannten europäischen Günstig-Airline leiden. Also er hat noch nicht mal den Namen Ryanair ausgesprochen. Und gemeint ist wirklich Ryanair, die haben da so um die 40% des Marktes in Italien, sind da ja auch mit der Regierung aneinander getroffen. Es gab ja mal diese Preisgeschichte, ihr erinnert euch,
wo man gesagt hat, man möchte vielleicht ein Gesetz einführen, dass Flüge im Winter nur so und so viel Prozent weniger kosten dürfen, beziehungsweise andersrum, Flüge im Winter sind ja wesentlich billiger. Im Sommer die Flüge dürfen nur einen gewissen Prozentsatz über den Winterpreisen liegen, was natürlich komplett Banane ist, weil Angebot und Nachfrage, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und was wir aber trotzdem mitnehmen können, ist halt, dass die EU immer noch ein Problem sieht, aber im Interkontbetrieb. Also das heißt, dass man sieht gar nicht so dieses Thema inneritalienisch als ein Thema, weil ja die Ryanair so stark ist mit den 40%. Und Lufthansa diesen Klammergriff da wegnehmen möchte. Man sieht halt wirklich bei dem Interkont-Thema das Problem verstärkt und verschärft, weil die Lufthansa ja natürlich mit ihrem Atlantic Joint Venture da ein Riesenthema und Fass aufmacht. Auch ist es so, dass Lufthansa sagt, und zwar Carsten S. aus M., Namen der Reaktion bekannt, nicht geändert, wir gehen da sehr rational vor. Und das heißt also, man möchte trotzdem noch die Übernahmen machen. Man ist immer noch davon überzeugt, dass man es nehmen kann. Deshalb ist das, was Mario und ich ja am vergangenen Sonntag in einem Rückspiegel besprochen haben, in der KW10-Ausgabe, dass das Folklore ist, was die Hansens da gemacht haben. Und dass wir dann wirklich mal schauen können, inwieweit wir da wirklich mit der Übernahme rechnen können und da nicht die Übernahme abgeblasen wird. Man weiß es nicht. Man setzt da, wie heißt das im Englischen, Mixed Signals. Und das ist halt so die typische Art, was Manager so machen. Man kann am Ende sagen, ich habe beides gesagt. Ich habe beides gesagt. Ich habe immer alles. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Frage des Tages haben wir natürlich auch. Ach nee, ein Kommentar noch mit dem Befreien. Das habe ich gelesen in einem Kommentar unter dem Beitrag, wo er einmal geschrieben hat, ist Italien nicht schon mal befreit worden, allerdings von den Deutschen? Gut, man braucht jetzt in der Geschichte vielleicht nicht bis zum Zweiten Weltkrieg zurückzugehen. Wir können auch sagen, ist Italien nicht schon von der LH Italia befreit worden? Nur so als böswilliger Spott. Ihr könnt ja auch dazu eure Gedanken nennen. Jetzt haben wir die Fragen des Tages. Die Fragen des Tages habe ich euch vorbereitet. Und zwar ist die ITA-Übernahme also quasi ein Segen für Italien. Ist es so, dass es wieder den Tedeschi braucht, heißt das Tedeschi? Ich glaube schon, den Deutschen braucht, um den Italiener vor den bösen Iren zu schützen? Und vor allem, was sollte man da noch im Auge haben, wenn man diese Übernahme macht? Vielleicht die Preise, vielleicht den Kundenwillen. Also insofern genug Themen, die wir besprechen können in der schriftlichen Form und die ihr mit mir besprechen könnt. Ich freue mich auf euren. Da ist es, da. Kommentar auf eure Nachricht per WhatsApp und ich hoffe, dass wir im Dialog bleiben. Und was gibt es noch? Abspann, ne? Ja. Ach nee, vorher muss ich ja noch sagen, danke, dass ihr geschaut habt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anmacht und vor allem ein Like da lasst. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, gerne kontaktieren oder einfach eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Und ab Business Class könnt ihr die Shows alle schon vorher sehen. Die sind voraufgezeichnet. Wir werden auch wahrscheinlich wieder vielleicht etwas mehr Lives machen, aber liegt ein bisschen an Mario. Also, danke, dass ihr heute da wart und ich muss gucken, wo ich den Abspann finde. Hier finde ich den Abspann. Also, danke und bis morgen in Alter und Frische und morgen gibt es wieder Meilenmittwoch. Also, viel Spaß. Ciao.